Moin Moin, ich bin's wieder, der Robert. Und in dem Video hier möchte ich die Kelvin-Skala vorführen. Die Kelvin-Skala ist zum Messen von Temperaturen da. Hier habe ich jetzt mal eine Temperaturskala gezeichnet. Ich wiederhole nochmal kurz, wie die Celsius-Skala aufgebaut ist und dann vergleichen wir das mit der Kelvin-Skala. Die Celsius-Skala hat zwei Fixpunkte. Einer davon ist der sogenannte Eispunkt. Das ist die Temperatur, wo Wasser gerade gefriert. Und diesen Wert hat man auf 0 Grad Celsius gesetzt. Der zweite Fixpunkt, das ist der Siedepunkt, wo Wasser siedet. Und das hat man auf 100 Grad Celsius gesetzt. Man hat also gerade diese Temperaturdifferenz zwischen dem Eispunkt und Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.